Freunde, damit begrüße ich euch mal wieder zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Wir laden mal kurz hier unser gewöhnliches Ding. Ich will bloß nur noch die Audio wieder laden. Oh Gott. So. Okay. Und dann war da noch hier irgendwas. Ja, genau das da. Dann die Tastenbelegung ist auch noch gleich. Da, was? Blinker links, Blinker rechts. Ah, okay. Das ist doch irgendwas. Eigentlich starten, wie viel Geld habe ich denn? 12.000, okay. So. Dann gehe ich mal auf Angebot. Wir haben ja noch keinen eigenen LKW. Und wir sind gerade... Achso, das ist ja eh völlig egal. Standardlieferung und ich möchte gern nach... Oh. Also das hier bietet das höchste Benzin von Genf nach Zürich oder von München nach Stuttgart. Aber wir wollen natürlich das, was am meisten Geld bringt und nicht sowas. Was von Genf nach Genf? Ja geil, 22 Euro pro Kilometer. Das seht ihr aus, welche Schlauberge. Geht denke ich auch rein. Zoom, ne, ja. Ja, dann werden wir hier wahrscheinlich Benzin fahren. Auftrag annehmen. Bin mir ganz sicher, ob wir da jetzt Autobahn haben. Könnt ihr das irgendwie nachgucken? Ah doch, ist Autobahn. Okay. Aber ich dachte bloß, vielleicht kann ja sein. So, ich glaube mir fahren mal in der externen Ansicht. Fand ich jetzt recht cool, gerade eben, wo ich es ausprobiert habe. So. Eng. So, okay, finde ich jetzt doch nicht mehr so geil. Denn ich habe gerade versucht mit meinem Xbox-Controller zu spielen. Aber es hat mir jetzt nicht so gefallen. Da so das gerade Ausfahren und alles, ja, war irgendwie nicht so drin, wie ich es mir eigentlich erhofft habe. Mein Team ist mal links. Sehe ich die Ampel nicht. Jetzt sehe ich sie. Sehr gut. Sehr gut. Oh, was fahren wir denn überhaupt? Wir fahren ein Volvo ist das. Das sind ja Autos. Okay, nichts passiert. Alles cool. Was? 32 Grad. Okay. Warum auch nicht? Also... Pff, ja. Ach! Ach so, warte, das ist das Motor. Was? Fahren ohne Licht? Ja, ich habe doch gerade eben das Licht eingeschaltet. Hallo. Ach man, Leute. Oder es ist die Temperatur vom Öl. Ah, das kann auch sein. Aber jetzt müssen wir hier rechts. Langsam, 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 langsam. Der bremst ja nicht. Was hat der für schlechte... Ach du Schande.
Das ist nicht Taschenbelegung. Das da? Aber ich möchte hier noch einstellen, wie stark ich bremse. Oder kann ich das hier nicht? Ach, Stärken der Bremsen. Psst, so. Alles klar. Ah, das sieht schon besser aus. Hör auf zu blinken. Nicht an die Leitplanke kommen, bitte. So. Ich weiß noch, glaube ich, dass die letzten Folgen, dass die ohne Stimme waren, soweit ich weiß, weil ja, oder da war ein TGW. Kann ich Fernlicht anmachen? Ja, naja, aber lieber mal nicht. Ja, da habe ich irgendwie ist nicht so hinbekommen mit meinem Mikro. Nee, Spaß, da war das irgendwie ausgesteckt oder ich habe das so das Problem, dass ich fahre ja meinen Rechner nie runter, sondern mache immer nur auf diesen Ruhestand sozusagen. Und ja, und damit halt mein PC immer ganz schnell hochgefahren ist. Oh, wir fahren 101. Oh. Was? Geschwindigkeitsüberschreitung hier war 100. Ich will jetzt verarschen. Jetzt verliere ich mein ganzes Geld. Nee, da war... Ja, das ist halt so, dass wenn ich dann mein PC dann wieder hochfahre, kann ich, oder ist es manchmal so, dass mein Mikro, ja, ich weiß nicht, irgendwie nicht funktioniert. Frag mich nicht, warum. Aber es geht halt nicht. Und dann muss ich es halt, damit es halt wieder funktioniert, muss ich es halt anstecken und wieder ausstecken. Und das habe ich halt da dann nicht gemacht, oder besser gesagt, ich war, also oft merke ich es ja, wenn ich ja in den TS gehe, dann merke ich ja, geht mein Mikro oder geht ja mein Mikro nicht. Und ich war aber an dem Tag, war ich noch nicht im TS, obwohl ich eigentlich mittags aufgenommen habe. Ja, und dann habe ich das halt nicht bemerkt. Hab dann aufgenommen und dann später beim Rendern, ja, denke ich mir so, wo ist meine Stimme? Und dann habe ich bemerkt, ja, ich glaube, das liegt wieder an meinem Mikro. Dann bin ich in den TS gegangen, habe geguckt, ob mein Mikro halt funktioniert. Und was war? Nein, es funktioniert nicht. Ich habe anfangs, gedacht, ich habe es vielleicht auf Raps ausgestellt, denn das mache ich manchmal, denn bei manchen Spielen muss ich meine Stimme mit Dings aufnehmen, mit Audacity, weil die Spiele einfach so laut sind oder keine Ahnung was, dass ich dann eigentlich mein Mikro hochregeln müsste von der Empfindlichkeit, aber dann hört sich wieder die Qualität scheiße an. Ja, alles ein bisschen stressig hier mit allem möglichen. Nee, Gott. Es macht ja natürlich auch Spaß, aber wenn man dann halt sowas... Ja, wenn man halt sowas erfährt, dass dann das Mikro mal wieder nicht funktioniert, also... Und das ist ja nicht das erste Mal, da regt man sich dann schon auf, sag ich jetzt mal. Also, mich nervt's immer extrem, weil dann überlege ich immer, ja... Eigentlich müsste ich ja nachkommentieren, aber dann
weiß nicht, dann habe ich irgendwie oft keine Lust dazu, denn beim Nachkommentieren wäre es dann irgendwie viel ruhiger, weil ich da nicht so viel schwätze. Und ich gucke mir so das Video an und denke so, toll, was hast du denn jetzt schon wieder für eine Scheiße da aufgenommen? Aber dann denke ich lieber so, ja, lass doch eventuell ja, das Video oder halt das aufgenommene vielleicht etwas, keine Ahnung, schneller ablaufen und tu doch im Hintergrund dann irgendwie da diese Musik von dem K391 oder wie man dann ausspricht, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Dann habt ihr zwar das sind dann oft nicht viele Folgen, also 1, 2, 3 Folgen ist es dann maximal, wo ihr dann halt ohne meine Stimme halt dann mit der Musik habt. Aber ich denke, dass es jetzt nicht so schlimm ist. Wenn man bedenkt, bei jetzt 115 Folgen Hexit, wenn da jetzt mal drei Folgen waren es ohne Stimme, sondern mit Musik. Das kann man auch verkraften. Man sieht dann, und oft denke ich mir dann auch so, wenn ich dann meine Stimme nicht höre, ja, was machst du denn jetzt? Ich schmeiß jetzt das Video, also das Aufgenommene weg und erzählst dann in der nächsten Folge dann wieder, was du gemacht hast, oder? Ups, ja. Ja, das ist immer so die Frage. Aber was ich mir stelle, ich mache die jetzt weg. Was machst du jetzt? Kommentierst nach und oft bleibe ich halt an dem Punkt hängen, dass ich diese Chill-Out-Musik, wie ich sie auch immer nenne, diesen Ultramix von diesem K, K391, ich die einfach im Hintergrund spielen lasse und ihr dann halt nicht den Kommentar habt, sondern einfach halt das, was ich gebaut habe. Mit wirklich geiler Musik im Hintergrund, muss ich sagen. Also ich liebe den Ultramix, ich höre den mir echt ein paar Mal am Tag an, auch wenn er eine Stunde geht. Aber, oh Gott, da habe ich gerade nicht aufgepasst, da habe ich mich gerade kratzen müssen. Oh, fuck. Mal gucken, wie viel Schaden wir haben. Steht denn das? 1% am Fahrzeug. Okay, das ist nicht schlimm. Oh, ich fahre zu schnell. Zürich, ich muss hier runter. So, wie viel darf man fahren? 80, alles klar. 50. Fahr ich zu schnell. Boah, LKW. Oh, shit. 50, okay. Dann fahren wir mal 50. Aha. Jetzt haben wir alle überholt. Jetzt können wir auch mal auf die rechte Fahrspur. Ohne den Bordstein zu knutschen. Was ist denn das Lila, ne, da? Bremsen. Okay, die Bremsen. Okay, jetzt sind die wirklich zu stark. Ups. Okay, jetzt sind sie wirklich zu stark eingestellt. So vielleicht. Ah, so. Naja, so. Ah, so. Machen wir so.